Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2 im 1940 DLC. Beim letzten Mal hatten wir ja Arras und jetzt stoßen wir, so wie es aussieht, nach Richtung Norden, Richtung Lille. General Lauch, meine Vorhut ist gerade zurückgekehrt und bestätigt, dass die Franzosen weiterhin nichts von unserem Vorstoß aus dieser Richtung ahnen. Ich werde mich auf diese Bereiche hier konzentrieren, um Lille von hinten abzuschneiden. Okay, also er will hier die beiden Brücken nehmen. Herr General, seine Angriffspläne geben uns zwei Möglichkeiten. Wir können uns direkt der 7. Panzerdivision anschließen und all unsere Kräfte vereint gegen Lille richten. Oder wir greifen in einer Zangenbewegung aus dieser Richtung an. Damit wären die französischen Verteidiger zwischen unseren Truppen und der 7. Panzerdivision effektiv eingekesselt. Ich werde einige Einheiten zur Bewachung dieser südlichen Brücken abstellen, um eine mögliche Einkesselung zu unterstützen. Ich bin gespannt. Wenn er hier einen Ausbruchsversuch macht, dann haben wir natürlich ein Problem. Primäres Ziel, erobern Sie zwei Lille-Siegfelder. Also, es sind drei. Gut. Oder zählt Roubaix noch mit dazu? Oder zählt das ja auch noch als Siegfeld? Ne, ich vermute mal nur die beiden hier, oder? Das andere können doch... Kann mir nicht vorstellen, dass das alles Lille-Siegfelder sind. Naja, gut, okay, wir werden es sehen. Bonusziel, erobern Sie vor Lille alle anderen Siegfelder. Ach so, ja, okay, gut. Lille dann zum Schluss, alles klar. Wir werden die Franzosen damit zwar überraschen, aber dennoch sollten wir die beträchtliche Garnison in Lille nicht unterschätzen. Entweder wir greifen den Feind schnell von hinten an, bevor er reagieren kann, oder wir kesseln ihn ein, um seine Versorgungswege zu unterbrechen. Die Frage ist, hat er hier ein Versorgungsfeld? Nee, also wenn wir hier, glaube ich, zumachen, dann ist er großflächig eingekesselt. Ich verabschiede mich nun, um meine Division auf den Kampf vorzubereiten. Hauptmann Wagner erwidert Rommels Salut und sieht danach dem weggehenden General hinterher. Okay, ich nehme an, dass es wie bereits zuvor schwierig sein wird, den Funkkontakt mit Rommel aufrechtzuerhalten, sobald die Schlacht begonnen hat. Wenn wir über die 7. Panzerdivision im Bilde bleiben möchten, müssen unsere Einheiten stets Sichtkontakt zu ihr erhalten. Ein Aufklärungsflugzeug würde uns bei diesem Unterfangen auf jeden Fall sehr gelegen kommen. Auf zum Sieg für das Deutsche Reich. Okay, immerhin ist die Mission jetzt so angelegt, dass wir nicht sicherstellen müssen, dass gewisse Einheiten von Rommel oder gewisse Anzahl an Einheiten von Rommels Division überleben. Wir haben ja gesehen, wie komisch die KI agiert. KI-kaiert. Und deswegen ist es in dem Fall schon mal ganz gut. So, Lille hat zwei Siegfelder, Bonus sind die restlichen 8, bevor wir Lille eingenommen haben. Wir bekommen Günther Weber, doppelter Angriff. Die Einheit erhält pro Runde 2 Angriffsaktionen. Das ist natürlich richtig geil. Also das ist eine richtig starke Einheit. Und wir sehen schon, wir können uns jetzt von unserer Aufstellung her überlegen, ob wir halt Rommel unterstützen, also Richtung Westen hier über diese beiden Brücken und dann Lille quasi abschneiden, oder ob wir quasi hier im Osten nach Norden vorstoßen und dann halt von Roubaix aus Lille einzukesseln. Ich bin von der Einkesselungsidee eigentlich sehr angetan, deswegen werden wir uns hier in Douai, wie auch immer es ausgesprochen wird, aufstellen. Vorher müssen wir natürlich gucken, was wir hier noch upgraden können oder wie wir irgendwas mitnehmen. Insgesamt bleibt es bei 80 Kanarmee-Feldern. Wir können nur diesmal ein bisschen gebündelter vorgehen. Haben wir noch irgendwas in der Reserve? Ja, wir haben noch eine Artillerie, den Zug und einen Haufen Infanterie in der Reserve. Die Frage ist jetzt, ob wir vielleicht einen Panzer opfern und dafür vielleicht einen Pionier mehr mitnehmen, weil wir natürlich hier, diese Siegfelder sind alle Stadtfelder. Und da könnten durchaus Pioniere sehr sinnvoll sein. Wir haben im Moment nur 2 Pioniere und ein Grenadier. Dann lasst uns doch mal schauen, dass wir eventuell hier das Neubaufahrzeug. Wir gucken mal kurz, ob es Upgrades gibt. Nein, es gibt keine Upgrades. Warum soll es auch Upgrades geben? Dass wir das mal in die Reserve schieben. Und wir hier eine Pioniereinheit. Jetzt mal gucken, welches die stärkste ist. Wir könnten auch Grenadiere hier, die Grenadiere, was haben die für einen Helden? Mal kurz reingucken, ach, sehen wir auch hier unten. 10% Genauigkeit für feindliche Einheiten, die diese Einheit unter Beschuss nehmen. Okay, jetzt wollen wir mal kurz gucken, wenn wir die aus der Reserve holen, dann haben wir jetzt noch einen Punkt. Und dann würde ich die gerne zu Pionieren machen.
Genau. So. Dann haben wir jetzt dreimal Pioniere und einmal Grenadiere. Das heißt, das sollte eigentlich... Naja. Hoffentlich funktionieren. Mit drei Pionieren hier dann durch Lille und Robé durch. Das, alles ist eigentlich okay. Also. So, dann frischen wir alles auf. Gucken nochmal hier irgendwo rein, aber ich glaube auch hier wird es keine Upgrades geben. Na, dafür ist einfach die Zeitspanne, in die, also wo wir im DLC unterwegs sind, einfach zu kurz, als dass es da permanent Upgrades gibt. Das war ja im Hauptspiel anders, da waren ja die Zeitabstände zwischen den Missionen einfach größer und dementsprechend gab es da auch öfters mal Upgrades. Bei den DLCs ist es meistens nur am Anfang, also zum Start des DLCs. So, dann stellen wir uns doch mal hier auf. Die Panzer. Den Mörser hierhin, Artillerie dahin. Und wir stoßen hier längs dieser Straße nach Norden. Das ist am Anfang ein bisschen eng. Ja, aber da müssen wir auf jeden Fall durch. So, die Flugzeuge. Können wir tatsächlich nicht alle Flugzeuge aufstellen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir... Das ist blöd. Wartet mal kurz. Dann nehmen wir hier mal einen Jäger raus. Nochmal. Nehmen mal den... Wir nehmen mal eine U, den Strategen und den Jäger mit hier rüber, um eventuell Rommels Vorstoß... Wobei, warte mal, wir könnten... Sag mal. Sag mal, ich will das Flugzeug zurückhaben. Ey, willst du mich verarschen? Okay, du willst mich verarschen. Okay, so, Flugzeug, neuer Versuch. So, danke. Jetzt. Na, komm schon. Was ist es denn? So, er hat ja davon gesprochen, dass man den Scout eventuell... jetzt kriege ich langsam den Macke. So, Scout weg. Scout Plane. Hierhin. Eine U... Ein Jäger und den Strategen dann doch hier drüben aufgestellt. So, hier, die bitte nochmal weg. Die möchte ich bitte weiter vorne hinstellen. So und so. Den Scout bitte dahin, den Scout dahin. Jetzt ist die spannende... Ist das alles, was er hat, oder sehen wir nur gerade die 7. Armee nicht, oder die 7. Division nicht richtig, die 7. Panzerdivision? So, hier eine Flak und da eine Flak. Damit sind wir vollständig aufgestellt. Es ist, wie gesagt, am Anfang ganz schön eng. Wenn wir hier diese enge Stelle zwischen Fluss und Wald hinter uns gelassen haben, dann wird es höchstwahrscheinlich einfacher, weil hier dann mehr Fläche vorhanden ist. So. Wir müssen den Helden noch vergeben. Jetzt ist die Frage, geben wir den auf einen Panzer, um am Anfang unseren Vorstoß zu beschleunigen? Oder geben wir ihn auf eine Infanterieeinheit? Oder vielleicht sogar auf einen Jäger, damit wir Flugzeuge besser rauskriegen? Gerade am Anfang wird er ja höchstwahrscheinlich auch mit Jägerunterstützung unterwegs sein. Das Problem ist, dass im mittleren und späten Spiel dann der Held natürlich obsolet wird, weil klar können die Jäger dann auch eingesetzt werden, aber sie sind nicht mehr für den Schaden so zuständig, weil natürlich einfach keine... Also sie sind halt gegen Jäger. Jäger gegen Jäger, klar, ne? Deswegen überlege ich fast, ob man es nicht sogar auf eine U einsetzt, weil die bringt uns von durchweg halt eine gute Leistung. Das würde ich sogar ziemlich attraktiv finden, weil dann das wäre, glaube ich, richtig geil. Dann kann die nämlich zweimal angreifen. Das ist super. Ich meine, überlegt ja mal eine U auf einen Panzer, die zweimal angreifen kann. Und dann noch hinterher einen Panzer, dann ist der weg. Das ist richtig geil. Okay, wir starten. Haben 25 Runden und wir sehen direkt hier... Eine Artillerie. Oh. Oh. Okay. Hm.
2. Es ist gerade überlegenswert, ob wir die nicht sogar ohne... Ach, guck mal, hier, der Panzer 4D, der kann das wunderbar machen. Ja, dachte ich. Gut, dann der Scout. Hat der Scout jetzt schon seine Bewegungs... Okay, dann müssen wir ihn doch da aufstellen. Dann den 4D dorthin. Genau, und jetzt... Wir sehen schon, wenn wir den Scout in den Wald stellen, verliert er einige seiner Bewegungspunkte. Was ich aber gerne machen will. So, die Arti rückt mal eins vor. Erstmal hier. Den B1. Das ist auf jeden Fall Ziel Nummer 1. Kann der Mörser auf den B1? Nee, dafür müsste die Arti 1 wegrücken. Ich habe ja gesagt, hier ist es am Anfang echt eng. Können die... Ich muss mal kurz was testen. Kommen die Pioniere bis dahin? Nee, kommen sie nicht. Okay. Die kommen nur bis hierhin. Gut, der Panzer 4 gibt ja für den Unterstützung. Dann stellen wir den Panzer da auf. Wir stellen den Panzer... Wobei, da will ich gerne... Ich will die Pioniere gerne hier haben. Die Arti da. Und... den Panzer da. Ich will natürlich... Ja gut, wir machen das mal so. Ziel ist es, dass ich den B1 als erstes hier angreife. So, und jetzt unsere Heldensu. Seht ihr das? Die kann nämlich jetzt zweimal angreifen. Und nochmal angreifen. Geil. Das ist super geil. So, jetzt haben wir hier noch einen leichten Panzer. Wir können den... Was ist, wenn ich mit dem Scout als erstes angreife? Zieht er sich zurück? Nope. Sehr schön. So, jetzt kann der Scout... Also wir könnten natürlich noch weiter vorrücken, wie ihr seht, aber wir wissen natürlich nicht, was hier jetzt noch steht. Der Scout geht jetzt mal dahin. Und jetzt müssen wir hier mal ein bisschen... Wir rücken mal dahin. Es ist halt am Anfang echt verdammt scheiße eng. Jetzt wäre sogar fast ein Brückenpionier cool, dass wir quasi hier noch hochstoßen können und hier über, über den Fluss dann gehen können. So, das ist irgendwie, gefällt mir das nicht. Wir gucken mal, ob wir mit einem Jäger irgendwas finden. Ach, guck mal. Aber da ist eine Flak dahinter, okay. Wir könnten jetzt mit einer weiteren U auf jeden Fall da angreifen und könnten hier auf jeden Fall Jäger-Support mitgeben. Das ist ein Jäger, der schützt sich selber. Okay, so, hier drüben ist natürlich blöd, weil wir jetzt uns erstmal selber was spotten müssten. Ach, guck mal. Hallo. Was haben wir jetzt hier? Wir haben eine U und, was ist das hier? Eine 20, 25 mm. Bomben wir da mal ein bisschen rein. Gegen die Flak will ich da jetzt nicht spielen. Gut, wir könnten, wie gesagt, jetzt hier einfach noch...
Es ist halt ein Risiko. Ich will erstmal warten, was er jetzt hier als Gegenangriff ranführt. Wir haben genügend Zeit, wir müssen uns nicht stressen, deswegen gehen wir erstmal in Rundenwechsel. So, er hat die Flak dort auf jeden Fall so unter Druck gesetzt. Das gefällt mir. Bin gespannt, ob er das schafft. Wir haben ja gesehen, wie die KI agiert. Ich vermute mal, der Franzose wird einiges an Kräften da noch aufbringen können. Er hat nicht viel Infanterie-Rommel, ne? Also klar, ist eine Panzerdivision. Das sieht man auch. Was hat er eigentlich hier für Panzer? Panzer 2C, okay. Ach, guck mal, hallo. Das ist ein Jäger und er greift den Panzer damit an. Okay. Das ist mal interessant. So, kommen wir mit der Flak an den Rand? Nope. Okay, dann erstmal den Scout nach vorne schicken, damit wir. Wieso kann die da nicht hin? Ich hätte gerne den. Wir müssen eins nach vorne, aber das funktioniert nicht. Okay, dann erstmal hier auf ihn. Zack. So, dann Jäger. Den Siemer-Jäger zum Rausnehmen. Hätten wir gleich ranführen können für den Bonus, das ist mir durchaus klar. So, dann den Scout bitte hierhin. Dann bitte unsere Zweier-U, genau. Kann der Mörser? Ja, der Mörser kann. Zack. Das ist super. Das ist einsame Spitze. Jetzt müssen wir noch überlegen, ob wir die U decken. Wir decken die U, das ist auf jeden Fall wichtiger. Und jetzt pushen wir direkt bis zu dem Flugplatz. Ich hätte hier gerne eigentlich eine Artillerie reingestellt. Das geht schon. Das Problem ist nur, dass die dann keinen Support liefern kann. Haha. Die kommen da alle nicht bis hoch. Okay, dann du dahin. Du dahin. Du dahin. Hier ist. Fühle ich mich nicht wohl. Du dahin. Grenadiere. So, wir könnten jetzt tatsächlich mit dem Strategen da noch, aber das ist nicht wirklich sinnvoll. Jetzt haben wir uns natürlich hier. Müssen wir mal gucken, was er uns jetzt hier entgegenführt. Haben uns sehr breit jetzt aufgestellt hier und vor allen Dingen halt auch so auseinandergezogen. Hier wäre, wie gesagt, eine Arti wichtig gewesen, aber wie gesagt, durch diese Engstelle kommen wir da nicht wirklich weiter. Die beiden Flugzeuge hier, der Stratege, kann der hier drüben irgendwo helfen? Nope. So, dann setzen wir mal wieder unser Scout-Plane ein. Und da haben wir eine 75er. Das heißt, nein, wir können da nicht mehr angreifen, da reicht die Reichweite nicht. Wir müssen tatsächlich uns schon verlegen. Das ist natürlich weniger geil. Hätte gern die Panzer hier angegriffen, die Renaults. Aber das geht dann wohl nicht. Na gut, okay. Dann müssen wir jetzt schon wieder in den Rundenwechsel gehen. Ich bin gespannt, was er hier macht. Ob er hier auch solche Kräfte hat wie auf der westlichen Flanke. Schauen wir mal.
erstmals natürlich der Deutsche dran. Ja, mit einem Scout gegen einen Panzer. Und danach erst die Artillerie und auch noch auf die andere Einheit. Und dann ein Panzer alleine über den Fluss. Eieieiei. Ist jetzt eingekesselt, okay. Also im Moment agiert Rommel da ganz gut. Noch. Artillerie. Infanterie. Gegen natürlich den besten Panzer, den wir da haben, stehen haben können. Das ist perfekt. Das ist echt perfekt. Trotzdem reicht die Reichweite des Mörsers nicht. So, wir können aber... hier den Jäger angreifen, auch wenn das ein bisschen Punkte kostet. Wir nehmen den hier raus. Unterstützen da Rommel auf der Seite und verlegen. Huch, nein, upgraden wollte ich das jetzt nicht. Verlegen unser Scoutplane. Ich hoffe natürlich nicht, dass der Franzose jetzt hier über die Brücken kommt. So, Ah, Aloha. Okay, er hat hier an diesem unwegsamen Gelände einiges an Infanterie aufgestellt. Schwere Infanterie, Pioniere. Das würde ich sagen, ignorieren wir erstmal. Mal gucken, was er uns davon wirklich entgegenwirft. Wir nehmen ihn jetzt hier auf jeden Fall erstmal den Flugplatz weg. Was ist das? Das ist eine Artillerie. Die Frage ist, ob wir jetzt erstmal... Flugzeuge kommen da nicht hin. Er kommt da aber noch hin. Aber die Jäger zum Beispiel können da keinen Support mehr liefern. Okay, das heißt, wir müssen jetzt Flugzeuge verlegen. Damit wir natürlich dort oben Luftunterstützung haben. Das ist natürlich essentiell, sonst geht es da nicht weiter. So, Artillerie. Dahin. Dahin. Er kann jetzt den... die Arti da angreifen. Sehr gut. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch decken von der Seite. Dann gehen die Grenadiere bitte dahin. So, den Panzer, jetzt ist die Frage, decken wir mit dem Panzer den Scout? Was hat der Kampfkraft gegen Infanterie? 12 und Verteidigung gegen weiche Ziele? 0. Ach ne, Quatsch, das ist ja hier Nahkampf. 12, also 12, das ist von den Symbolen manchmal ein bisschen verwirrend, also 12, 12 und er hat 21, 13. Okay, das heißt, wir stellen ihn dahin. Auf unwegsamem Gelände kämpfen die, glaube ich, auch schlechter. Ach nee, das hat was auf der, mit der Bewegung zu tun. Na gut. Wir gehen dahin. Wir gehen dahin. Die Flak geht dahin, die andere Flak geht bitte dahin, die Artillerie rückt einmal dahin vor, der Mörser geht bitte dorthin, jetzt haben wir hier noch ein paar Pioniere, die rücken mit nach, wir haben nochmal Pioniere, die nachrücken und wir haben noch mehr Pioniere, die
dahin nachrücken. Die kriegen dann von der Artillerie Support, falls sie dort angegriffen werden. Okay. Soweit, so gut. Hier drüben haben wir auch alles gemacht, was wir machen können. Jetzt bin ich gespannt, ob er die Infanterie uns jetzt hier entgegenwirft oder ob er das sein lässt. Das werden wir gleich rausfinden. Wir gehen auf jeden Fall in den Rundenwechsel. So, Rommel aggressiv Richtung Norden. Wir sehen aktuell nicht alles, was er macht. Wow. So, hier die Artillerie setzt auf den Panzer ein. Ah, er führt tatsächlich die Infanterie ran. Die da auch wieder gegen den Panzer 4D einen ganz guten Job macht. Wow, die laufen voll in den Hinterhalt rein. Nice. Good job. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt schlecht. Ich würde sagen, wir frischen ihn mal auf. Greifen wir auf jeden Fall mit der Artillerie an. Könnten den... Nee, der Mörser schafft es leider nicht bis dahin. So, wo ist unsere Zweier-U? Genau hier. Tschüss. Tschüss. Und der Scout kann mal bitte hier kurz Hallo sagen. Zieht sich dann wieder zurück. Beziehungsweise, warte mal, geh mal dahin. Und die Grenadiere gehen mal bitte dahin. Oh, die können das Minenfeld direkt auflösen. Zack. Artillerie geht dahin. Damit decken die hier die Seite ganz gut. Und jetzt hier im Norden. Wäre natürlich gut, wenn wir hier die Arti rauskriegen. Die gehen leider nicht raus. Vielleicht müssen wir es doch anders lösen. Okay. Ich hatte gehofft, dass... die ist stärker. Okay, die ballert die direkt raus. Auch eine Lösung. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier unsere Flanke jetzt decken. Da sind noch mehr Infanteristen. Hatten wir nicht noch eine Artillerie? Ach, wir haben ja noch den Strategen. Das muss ich mal kurz überlegen. Wir haben 1, 2, 3, 4. Ach ja, wir haben noch eine in Reserve. Die kommen wir aber nicht mehr dazu holen. Ja, so ist richtig. So. Die zieht sich zurück. Das ist ja schon mal super. Okay, was ist das hier? Das ist eine normale Infanterie und das sind Pioniere. Wir gehen mit dem Mörser mal dahin. Die kann leider nicht hier mal bewegen. Das heißt, die hier stehen jetzt ohne Deckung da, die Pioniere. Das heißt, die werden jetzt mit Sicherheit in der nächsten Runde angegriffen. So, jetzt hier drüben kommt der Scout wieder zurück. Ja, der kommt wieder zurück. Okay, das ist schon mal gut. Wir haben noch einen Jäger, den ich gerne auffrischen möchte. Wir haben einen Jäger, der die Arti angreifen kann.
Wir haben eine Yu, die hier drauf rotzen kann. Und wir haben einen Jäger, der hier Support liefern kann. So, die greifen die an. Das passt. Und... Ach, wartet mal. Na gut, egal. Jetzt haben wir den Fehler gemacht. Wir hätten erst die Art hier drauf schicken sollen. Ah, reicht doch. Okay, sehr gut. Dann hier der Panzer. Der könnte hier hingehen. Hat er dann auch keinen AT-Support? Aber wir können die Infanterie angreifen. Okay. Und wir könnten jetzt die Pioniere eigentlich schon in die Stadt schicken. Gut. Das ist ja alles ganz gut, wie das hier läuft. Die Flak geht mal hier hin. Damit deckt sie relativ gut das Gebiet ab. Ich glaube nicht, dass er jetzt... Also, vielleicht tut er es. Wir werden es sehen. Wir wollen ja eh nicht hier angreifen. Wir wollen eigentlich hier nur das abdecken. Und wollen dann weiter Richtung Norden stoßen. Richtung Kortrijk. Wie auch immer es ausgesprochen wird. So, jetzt haben wir aber noch hier links, glaube ich, unsere Flugzeuge, die wir einsetzen müssen. Wir haben erstmal... Nee, okay, da will ich natürlich nicht angreifen. Wir suchen uns mal irgendwas, was nicht so... die 75er können wir, die... Oh yes. Hihihi, tschüss. So, und jetzt noch irgendwas, wo wir... Ach, das sind ja alles unsere Einheiten. Nee, das ist immer so schwierig zu erkennen. Ach Gottes Willen, ey. Naja, immerhin wissen wir jetzt, was da noch so Schönes steht. Wir haben jetzt gerade keinen... Ach doch, hier, guck mal. Oder halt hier. Oder... Na, komm mal her, hier. Dann nehmen wir den erstmal raus. Sie hat zwar jetzt keinen Jäger-Support. Mal gucken, wie das am Ende für sie ausgeht. Ich weiß, dass in der, im Hauptspiel, in der Hauptkampagne, war der Jäger-Support immer essentiell. Hier ist es im Moment so, dass wir eigentlich eine ziemliche Luftüberlegenheit haben. Und dass da... Dass man da ein bisschen von abweichen kann. Aber generell sollte man auf jeden Fall nicht vergessen, gerade am Anfang der Mission immer die Bomber und Jagdbomber auch mit Jägern zu begleiten. Das soll es für heute gewesen sein. Die erste Folge von der Lil-Mission. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Unterstützer. Namentlich genannt sind das Irondal, Ködö und Thomas. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer O'Hare.